Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Elektrikcommuter. Ich bin Andreas und das ist der SoFlow SO Mite hier. Ich möchte mit dem heute einen Reichweitentest machen. So Leute, ich fahr los. Ich habe die Karte vom Reichweitentest vom SoFlow SO4 Pro reingeladen. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Das hört man wahrscheinlich an meiner Stimme. So, ich habe Komoot jetzt nochmal gerade in Ordnung gebracht. 300 Meter sind wir gefahren und 28,3 Kilometer müssten wir noch schaffen, damit wir soweit sind, wie der SO4 Pro geschafft hat. Ich denke schon, dass wir da hinkommen werden. Vielleicht ist dieser Motorisierung sogar noch ein bisschen energiesparender. Das wird sich dann zeigen. Das Motorgeräusch ist auf jeden Fall sehr viel angenehmer als beim SoFlow SO4 Pro. Ich bin mit dem Mite jetzt schon einmal zur Arbeit gefahren. Hat wunderbar funktioniert. Der ist ein bisschen kürzer, dadurch passt er dort besser in den Aufzug als der Ninebot zum Beispiel. Vor uns ist jetzt die 10% Steigung, die kommt da aber problemlos hoch. Ob er das dann aber mit leerem Akku auch noch so gut schafft, das sehen wir dann bei der dritten Brücke. Mit 16 km/h hat er die Steigung geschafft. Wir haben dabei einen Senioren-Scooter und ein Fahrrad überholt, das ist gut. Und jetzt geht's bergab. Ich lasse ihn jetzt schön rollen. 29,1 km/h war das Maximum. Ja, das kann man auch positiv erwähnen. Der zeigt auch diese Geschwindigkeiten noch auf dem Display an. Da habe ich ja mit meinem eigenen SoFlow SO4 Pro Probleme. Ja, für Montag hatte ich Flüge nach Österreich eingeplant, nach Wien. Und jetzt wurde bekannt gegeben, dass Österreich komplett in den Lockdown geht. Die Flüge werden stattfinden. Ich werde mein Geld wahrscheinlich von Ryanair nicht zurückbekommen. Aber ich kann natürlich nicht hinfliegen, weil ich müsste mich ja sonst nach drinnen begeben und dort bleiben. Und das würde mir dann natürlich auch keinen Spaß machen. Ja, da habe ich leider jetzt ein Verlust von 100 Euro. Das ist ein bisschen schade. Der Grund der Reise war, dass ich euch ein paar ganz besondere E-Scooter vorstellen wollte. Aber das werden wir dann verschieben. Ja, die Temperaturen sind auf jeden Fall unter 10 Grad, aber wir haben es in der Richtung zumindest windstill. Die Bäume da vorne bewegen sich auch nicht so doll. Ja, 28,6 Kilometer hatte ich mit dem SoFlow SO4 Pro geschafft. Ich gehe davon aus, dass wir hier auf jeden Fall über 28 Kilometer mit dem SO Mite hier schaffen werden. Der hat ja genau den gleichen Akku. Ja, das sind genau die 5 km/h, die so ein E-Bike schneller ist. Ja, offenbar wurden hier sehr viele Rüben geerntet. Das Ergebnis sieht man hier auf diesem Haufen. Das hier links, das ist das Antoniuskreuz und wir haben jetzt ca. 2,5 km zurückgelegt. Oh, also da war mir kalt. So ein Muskelshirt heute, ja. Da sieht echt ganz anders aus. Ich habe eine Jogginghose, eine Regenhose drüber, einen dicken Pulli, eine dicke Jacke, Handschuhe, ein Stirnband für die Ohren, einen Helm mit Regencover, dass mich kein Wind erreicht. Denn letztendlich stehe ich ja hauptsächlich hier nur rum. Ich muss zwar hier meinen
meinen Finger so ein bisschen runter bewegen, damit er fährt. Aber sonst bin ich hauptsächlich Fahrgast. Aber ich habe da meinen Spaß bei. Und darauf kommt es an. Um diese Rüben einzusammeln, da gibt es so Spezialfahrzeuge, die haben dann so ein Förderband und vorne so einen großen Trichter. Und dann wird das alles in LKWs verladen. Ich spiele auch leidenschaftlich gerne Farming Simulator, also Landwirtschaftssimulator. Naja, weiß man sowas. Da kommt jetzt auch demnächst ein neuer Teil raus. 22er Version. Hier links und rechts überall Heurasen. Aber links sind noch so ein paar andere Sachen dazwischen gewachsen. Da müssen sie wohl noch mal ran. Aber hier rechts und hier vorne links, der Rasen sieht doch perfekt aus. Hier ist der Otto-Lilienthal-Weg. Das war ja ein Luftfahrtpionier und dort hinten befindet sich ein Modellflugplatz. Da sieht man manchmal Leute ihre kleinen Flugzeuge steigen lassen. Kilometer. Wir fahren 20 km/h, 4 von 4 Balken haben wir. Ja, die Fahrt ist wirklich sehr schön ruhig. Ich meine, man hört diesen Motor, ihr werdet es wahrscheinlich sogar im Kamerabild hören. Aber ich finde, das ist ein sehr angenehmes Geräusch, was der macht. Mein Soflo SO4 Pro hat zwar die Power, und der bringt die 22 km/h. Aber das Motorgeräusch, wenn das noch so wäre wie hier, das wäre perfekt. Aber man kann halt nicht alles haben. Nach 5,5 Kilometern erreichen wir Oppendorf. Nach wie vor 4 Balken und er fährt so 20 km/h. Ja, die 4 Balken werden uns noch ziemlich lange begleiten, obwohl er dann schon deutlich weiter unten ist. Das ist dann das Soflo-Verhalten. Ja, beim letzten Reichweitentest mit dem Ninebot F30D bin ich hier nach rechts abgebogen. Das brauche ich heute nicht zu tun. Heute können wir die volle Strecke fahren bis nach Köln-Wahn. 504 Wattstunden hat er, glaube ich, der Akku. 10,5 Amperestunden mal 48 Volt. Da kann man schon eine ganz ordentliche Reichweite erreichen. Mein Gewicht liegt aktuell bei 117 Kilo, 116,8 waren es heute Morgen. Im Januar werde ich probieren, noch ein bisschen mehr abzunehmen. Das ist das, was ich bisher schon geschafft habe. So, da vorne, bei den Bäumen, dahinter ist eine Tischtennisplatte und da stelle ich die Scooter immer rauf, um ein paar Fotos zu machen. Das mache ich dann heute auch wieder. Weiter geht's. Ah, der beschleunigt wirklich gut. Überall gibt's Rüben, Zuckerrüben. Vor mir befindet sich die zweite Brücke. Die ist ja nicht ganz so steil wie die erste. Da sollte er eigentlich super hochkommen. Ich habe gerade gesehen, dass ich auf die Geschwindigkeitsanzeige von Komoot umgestellt habe.
dann lasse ich das gerade mal dabei. Da könnt ihr sehen, wie schnell er ist. Er geht ein bisschen runter auf 18 Komma und gerade habe ich gemerkt, da hat sich so eine Art zweiter Gang eingeschaltet. Dann wollen wir mal gucken, wie das bergab aussieht. Als ob er da noch einen zweiten Gang einschalten konnte, um mehr Power zu haben. Hat sich das angefühlt. Ja, mit 29 km/h ging es bergab. Ich probiere dann mal während der Fahrt Komoot richtig einzustellen. Man muss bedenken, dass ich aktuell immer Handschuhe trage, aufgrund der Witterung. Die muss ich auch noch an- und ausziehen. Aber da bin ich langsam auch schon Experte drin, wie man das mit einer Hand während der Fahrt so hinbekommt. Hier links haben wir ein paar Kühe. So, jetzt nutze ich mal den Blinker, denn ich muss abbiegen. Wunderbar. Schaut mal Leute, ich muss hier irgendwie die Knöpfe erreichen. Mit meinem Handschuh. Gar nicht so einfach. Ich kann letztendlich nur zählen. Ich weiß, der oberste ist der Blinker nach links. Der in der Mitte ist der Blinker nach rechts. Und ganz unten kann man Licht ein- und ausschalten und das Gerät ein- und ausschalten. Ja, durch Kommentare habe ich jetzt mitbekommen, dass einige sich schon den Soflo SO4 Pro 2 geholt haben. Und der scheint eine kleine Besonderheit zu haben, mit der gar nicht geworben wird. Und zwar ist es bei dem so, wenn man die mittlere Taste länger drückt, dann springt das Akkufach auf und dann kann man den Akku entnehmen. Das scheint aber noch nicht ganz so optimal implementiert worden zu sein. Problem ist, wenn man den Akku rausnimmt und das Fach wieder zudrückt, dann kann man die mechanische Verriegelung nicht mehr dazu bringen, dass sie angeht. Das ist natürlich ziemlich ungünstig. Und das zweite Problem, was die Leute haben, dadurch, dass der Akku drin nur so reingesteckt ist, ist der so ein bisschen beweglich. Und so gibt es einige, die haben da Probleme, den Ladeanschluss von außen vernünftig zu erreichen. Da habe ich sowohl im E-Scooter-Treff-Forum, Link ist unten in der Videobeschreibung, als auch bei meinen eigenen Kommentaren schon Sachen beigehabt. Und per Facebook hat mich auch jemand angeschrieben, der da Probleme hatte. Ja, das ist natürlich schade. Ich glaube, da war Kaufland ein bisschen schnell gewesen, weil Soflo selber hat den noch gar nicht auf seiner Webseite. So, hier muss ich durch den Kreisverkehr. Hat geklappt. Jetzt zeigt er mir nicht an, wie weit wir sind. Aber wir sind jedenfalls im Stadtteil Porz-Liebur von Köln. Neun Kilometer haben wir jetzt. Hier biege ich nach links ab. Okay. Das ist das zweite Mal, dass mir an der Stelle ein Bus begegnet ist. Beide Male war es nicht so optimal gelaufen. Ich denke, da ist es einfach ein bisschen zu eng, weil da geht es um die Kurve, da hat der Bus nicht so viel Platz. Ich glaube nicht, dass er mich da absichtlich behindern wollte. Diesmal hat es nicht geklappt mit dem Blinken, da habe ich den falschen Blinker angemacht. Da hatte ich gedacht, dass das der andere Blinker gewesen wäre. Ja. So, wir verlassen gleich Köln-Porz-Liebur und fahren weiter Richtung Köln-Wahn.
weiterhin 4 von 4 Balken und er fährt seine 20 km/h. Ja, der Radweg hat einige Schwellen drin, wo der Asphalt aufgebrochen ist. Bei den kleineren E-Scootern mit Honeycomb-Bereifung, 8,5 Zoll oder 10 Zoll und auch bei den 8,5 Zoll Reifenfahrzeugen, da habe ich hier schon Probleme mit dem Handgelenk gehabt, dass mir das dann begonnen hat weh zu tun. Hier sind wir ja auf 10 Zoll Schlauchluftreifen unterwegs. Das klappt ganz gut, also das dämpft dann ausreichend. Federelemente haben wir nicht. Mittlerweile haben wir 11,2 Kilometer. Es funktioniert noch alles ganz hervorragend. Köln-Porzwan. Der Wendepunkt. Hier gibt es einen Kreisverkehr. Da werde ich dann wenden. Indem ich einmal rumfahre. Jetzt geht's zurück nach Köln-Porz-Libur. Hier links liegt ein umgekippter Bird E-Scooter. Sharing-Scooter. So, wir erreichen wieder Köln-Porz-Libur, diesmal von der anderen Seite. Ich fahre dann hier durch und fahre dann wieder raus aus der Stadt Richtung Stockholm. So, ich habe mir schon mal den Knopf für den Blinker gesucht, nach rechts. Nach links. Ich zeige euch einmal, wie es da schön blinkt. Ja, ohne Handschuhe und ohne Handyhalterung, die genau über den Knöpfen ist, wäre das natürlich wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu treffen. Also ich muss eigentlich immer das Blinken schon planen im Moment, wenn ich das tun möchte. Ja, hier ist auch so ein Wegekreuz. Ich brauche allerdings jetzt keine Pause, ich fahre jetzt einfach weiter durch. Bei den Geräten mit 8,5 Zoll Rädern habe ich das immer genutzt, um hier Pause zu machen, weil mir da einfach schon besser in die Handgelenke wehgetan haben durch die Erschütterungen. Aber hier haben wir ja 10 Zoll Luftreifen mit Schlauch. Da ist das nicht erforderlich. Ja, von der geschätzten Entfernung, also zumindest von der Entfernung, die der Soflo als so viel Pro geschafft hat, sind wir jetzt bei der Hälfte angelangt. Er zeigt mir nach wie vor 4 von 4 Balken. Und ja, da ist das Verhalten nicht ganz so schön generell bei Soflo. Das wird sich erst aktualisieren, wenn ich jetzt den Scooter 1-2 Minuten stehen lasse und wieder weiterfahre. Dann würde das wahrscheinlich runtergehen. Ich denke, dass wir jetzt hier auch so beim halben Akku sind. Das wird mir halt nicht angezeigt. Das aktualisiert sich, also zumindest bei meinem SO4 Pro, erst ziemlich spät. Da waren es nach 16 Kilometern der Fall gewesen und 24 Kilometer hatte ich insgesamt geschafft.
Und da ist er dann noch direkt von 3 Balken runtergegangen auf 1 Balken. Wie er das hier machen wird, das werden wir dann sehen. Das ist so ein typisches Rennrad. Mit ganz schmalen Reifen. Die können richtig schnell werden, aber er ist jetzt irgendwie recht entspannt. Wird so 25 km/h fahren. Ich bin gespannt, was am Ende rauskommt, weil ich habe ja noch 3 Kilo abgenommen, das ist natürlich positiv für das Gerät hier beim Reichweitentest. Negativ ist natürlich die Witterung, dass es natürlich jetzt kälter geworden ist. Im Sommer bei 25 Grad hatte ich ja den anderen Test gemacht. Da kommen wir heute nicht ganz ran, da sind wir so unter 10 Grad. Aber ich finde es relativ mild, also ich denke mal so 9 Grad werden wir auf jeden Fall haben. Ja, auch hier vor mir ein riesiges Feld mit Rollrasen vom Räucherhof. Sieht aus wie der riesige Fußballplatz. Komma 1 Kilometer haben wir. Das Display zeigt weiterhin 4 Balken 20 km/h an. Hier links ist ein Golfplatz und tatsächlich auch bei diesen Wetterverhältnissen wird dort gespielt. Man sieht ein paar Leute, die da mit ihren Wägelchen rumfahren. Vorsicht, fliegende Golfbälle steht auf dem Schild. So, gleich sind wir in Kriegsdorf. Hinter der nächsten Ecke. Ich suche schon mal den Blinker. Ja, er blinkt. Und da ist Kriegsdorf. Muss ich nur wieder auskriegen? Ja, hat auch geklappt. So, Kriegsdorf ist vorbei, 19,2 Kilometer. Wir erreichen gleich die 3. Brücke und da bin ich dann doch gespannt, ob er dann immer noch seine 4 Balken beibehalten wird und wie er die bewältigt, ob er dann schon ein bisschen Performance per Lust zeigt, ob man da was merkt. Der Odus Alpha X3 Pro ist da ja zum Beispiel nicht mehr hochgekommen. Und hier an der Stelle haben andere E-Scooter schon schlapp gemacht. Aber ich glaube, da brauchen wir uns hier keine Sorgen machen. Und ich denke auch, dass er die Brücke noch ganz gut hochkommen wird. So, da ist sie. Kilometer haben wir jetzt. Also ich denke mal, die Anzahl der Balken wird jetzt runtergehen bei der Steigung. So, 16 km/h hält da hier, das ist gut. Gleich wird es ein bisschen flacher, da sind wir wieder bei 17,8, also 18 sogar.
Und tatsächlich, er behält immer noch die 4 von 4 Balken bei. Ich werde jetzt einmal hier oben anhalten und ihm mal ein bisschen Zeit geben. So, guckt euch an. Allein durch das Anhalten hat sich die Anzeige aktualisiert. Ja, ich kenne die Dinger langsam, ne? Ich weiß, wie man die behandeln muss. Also wir sind jetzt bei einem Balken. Aber, keine Sorge, die 8,8 Kilometer schafft er vielleicht auch noch. Okay, jetzt kann ich nicht klingeln, oder? Dankeschön. Mensch, für mich hört sich die Klingel total leise an, aber irgendwie hören die Leute die dann trotzdem. Das finde ich gut. Wir erreichen Eschmar. Ja, auch wenn der jetzt nur noch einen Balken anzeigt, die Performance ist immer noch sehr gut. Und ich glaube, der ist da jetzt auch ein bisschen tief runtergegangen. Ich denke mal, 2 Balken könnte er ja ruhig noch anzeigen. Aber man weiß es erst, wenn man es ausprobiert, ne? Aber die Eschmarer Mühle, die will ich schon noch sehen. Da will ich schon noch ein paar Fotos machen. Ich denke mal, das sind jetzt 2 Kilometer bis dahin. So, jetzt geht es ordentlich den Berg runter. Es ist ein bisschen uneben. Ich versuche aber Vollgas zu fahren. Ich zeig das Display. Ich zeig euch mal, wie der wieder einkuppelt. Die ganze Zeit das Gaspedal gedrückt. Er ist bis auf 18,4 runtergegangen und dann hat er sich wieder, ist er wieder angesprungen. So, da vorne kommt das Kopfsteinpflaster. Da muss ich mich jetzt ein bisschen festhalten hier und ein bisschen in die Hocke gehen auf jeden Fall. Oh, der federt doch recht gut mit den Reifen. Das war jetzt gar nicht mal so schlimm. So, ich stelle ihn hier nochmal auf den Tisch für ein paar schöne Fotos und dann mache ich den Rest des Reichweitentests. Oh, der letzte Balken blinkt. Nanu. So, der konnte sich jetzt ein bisschen erholen. Nach der Pause blinkt der Balken nicht mehr. Das finde ich jetzt auch ein bisschen früh, wenn er jetzt schon schlapp machen würde. Also die 24 km/h hätte ich schon gern gesehen. Denn 24 km/h, so viel habe ich mit meinem SO4 Pro im Winter geschafft. Und da habe ich noch mehr gewogen als mit dem jetzt hier. Ich werde diesen Reichweitentest leider nicht im Sommer wiederholen können, weil ich das Gerät nur für einen Monat abonniert hatte. Oh, jetzt wird er deutlich langsamer. Wir fahren nur noch 18 km/h. Das kommt tatsächlich ein wenig früh. Ich kann gleich rechts abbiegen Richtung Heimat. Ja, für das Gerät habe ich 49,90 € bezahlt, um das einen Monat abonnieren zu können. Ich hoffe, dass ich mit den Videos hier ein bisschen Geld wieder reinspiele. Ja, 15,0 km/h. Das sieht nach einem Spaziergang aus. Ich glaube nicht, dass der mich noch nach Hause bringt. Und das nach 22 Kilometern. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, der kommt weiter. Der war voll aufgeladen. Ich hatte den auch noch mal kurz ans Ladegerät angeschlossen. Und da ging nichts mehr. Und die Geschwindigkeit geht kontinuierlich runter. Okay, jetzt scheint das Wetter wieder ein bisschen bergab zu gehen.
Da geht es dann mal nicht runter. Bis 7 km/h werde ich fahren. Dann mache ich Schluss. Die Geschwindigkeit geht weiter runter. Wir sind jetzt bei 11 km/h. Nach 22,5 Kilometern. Ja, ich sag mal, das ist jetzt natürlich enttäuschend, weil ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass wir mindestens die 24 Kilometer schaffen. Vielleicht schaffen wir sie ja am Ende auch noch. Aber der Akku ist nicht so klein hier drin. Daher sollte noch ein bisschen mehr klappen. Ich wiege heute so wenig wie noch nie bei so einem Reichweitentest. 116,8. 10 km/h bringt er jetzt noch. Jetzt wird er noch langsamer. Das ist gleich vorbei, der Test. Ich denke mal 23 werden wir noch sehen, aber die 24 glaube ich nicht. Ne, die 23 wird sehr knapp. Ich glaube nicht, dass er es schafft. Na, jetzt scheint es noch ein bisschen bergab zu gehen. Das rettet ihn wahrscheinlich jetzt. Wir sind wieder bei 9 km/h. Und nach den nächsten 100 Metern geht es dann auch noch einen Berg hoch. 23 Kilometer haben wir geschafft. Wir sind noch gerade über 7 km/h. Aber hier geht es einen Berg hoch. Da ist dann Ende. Bin ich mir sicher. 6,9. Okay. Ja, Leute. 23 Kilometer habe ich mit dem Fahrzeug erreichen können. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich habe damit gerechnet, dass ich hier noch 5 Kilometer weiterkomme und irgendwas kurz über 28 Kilometern schaffe. Ich werde mir das Gerät jetzt ganz genau mal auf der Herstellerseite angucken, wie es beschrieben ist. Denn ich bin davon ausgegangen, dass ich ein Gerät mit 10,5 Amperestunden gemietet habe. Aber die Leistung, die er hier gebracht hat, die entspricht einem Gerät mit 7,8 Amperestunden. Da gab es ja beim SoFlow SO4 Pro schon Probleme damals. Und ich meine, dass der beim Mighty mit 30 Kilometer Reichweite angegeben ist, was passen würde für die 7,8 Amperestunden Version, aber dass gleichzeitig auch noch 10,5 Amperestunden dort steht. Ja, hier habe ich euch mal die Herstellerangaben oben rechts von SoFlow und links von Mighty zusammen eingeblendet. Bei SoFlow wird eine maximale Reichweite von 40 Kilometern angegeben und bei Mighty wird eine maximale Reichweite von 30 Kilometern angegeben. Beide Geräte werden mit 10,5 Amperestunden angegeben. Bei SoFlow wird das Gerät mit 48 Volt angegeben. Bei Mighty ist diese Angabe nicht ersichtlich. Beide Geräte werden angegeben mit einem 500 Watt Motor. Meinem Mighty liegen auch keinerlei Angaben bei, wo die Spannung daraus ersichtlich wird. Und so wäre jetzt eine mögliche Erklärung, dass das Gerät nur 36 Volt hat. Allerdings kommt es doch dafür recht gut den Berg hoch, muss ich mal sagen. Ja, hier seht ihr, wo sich das Gerät in meiner Reichweitentabelle einsortiert, auf Platz 10 hinter dem Street Booster 2 und vor dem EPF 1 Pro. Der SoFlow SO4 Pro, der ja nach den Angaben, die ich vermute, einen gleich großen Akku hat, der sortiert sich hingegen auf Platz 5 ein. Ich habe jetzt hier mal in blau die Amperestunden des Akkus auf 7,8 Amperestunden reduziert. Damit reduziert sich die Energie, also die Wattstunden, die der Akku hat. Und damit würde das Ganze schon viel besser in das Bild passen. In diesem Bild habe ich einfach mal die Spannung angepasst und auf 36 Volt reduziert. Der Akku hat weiterhin seine 10,5 Amperestunden, aber es kommt die gleiche Energie dabei raus, 378 Wattstunden. Auch hier würde es eigentlich ganz gut ins Bild passen mit dem, was ich vom Reichweitentest jetzt erreicht habe. Ja, da muss ich allerdings sagen, dass er doch erstaunlich gut den Berg hochkommt, wenn er nur 36 Volt hat. Und dann wäre noch die Frage, wenn das jetzt wirklich so ist, wie gut kommt denn die MyTier-Version, die SoFlow selber auf seiner Webseite anbietet, den Berg hoch? Ja, ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.